Bossfight. Bossfight, Bossfight, Bossfight. Schuss finde ich besser. Okay. Was haben wir? Oh, ein Herz mehr. Geil. Und echt hübsche Pfade. Schick. Schick, schick, schick. Schick, schick. Oh nein. Ah. Nee. Doch, das wollen wir. Das macht mein Leben ein bisschen leichter, glaube ich, in dem Fight gleich. Ja, dafür sollte ich aber auch mitdenken. Nicht auf. Oh mein Gott, mein Stresslevel. Oh mein Gott, mein Stresslevel. Gott sei Dank. Okay, so, wie hattet ihr das? Momonoke, der Erste, hat sich von deinem Glauben abgekehrt. Nein. Was nehme ich denn jetzt mit? Ich nehme heute Goldklumpen mit. Okay. Dankeschön, Angelus, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das war gut. Das war gut und wichtig. Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Oh Gott, ist das gruselig. Okay. Was hast du für eine Quest für mich? No. Nessa wollte mir nur sagen, dass sie mich liebt.
Dafür bekommst du ein Geschenk von mir. Und einen Segen. Okay, gießen. Da hinten. Hey, bleibst du bitte hier? Ich muss den wieder in den Griff bekommen. Du kriegst auch einen Segen. Und du bekommst auch einen Segen. Jawohl, und damit geht das auch komplett hoch diesmal. Ein Level Up und ein Teil von einer neuen Doktrin. Dich haben wir schon. Du hast schlechte Laune. Hier können wir was Neues abholen. Ein Twitch-Zeichen. Arte Topfbusch, ein hübscher Busch in einem dekorativen Topf. Habt ihr das jetzt auch bekommen? Das müsste jetzt, glaube ich, das sein, was ihr auch bekommt, oder? Ah, guckt mal, und da können wir jetzt ein Farmpaket freischalten. Farm einen möglichen Anhänger, Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Geil. Dann können die jetzt auch an Farmen arbeiten. Das ist ziemlich nice. Und dann wollen wir hier einmal alles einsammeln, was wir brauchen. Und können damit direkt auch noch den Tempel Nummer 2 ausbauen. Okay. Alles vibriert. Geil. Kult hat sich verbessert. So. Genau, das heißt, wir können jetzt hier Samensilo oder Farm bauen. Das ist eigentlich alles ganz gut. Und wir können... Oder ist der Tempel jetzt automatisch... Ah, wir können hier... Nee. Ist der Tempel jetzt automatisch fetter? Ja, der sieht automatisch fetter aus, tatsächlich. Lasst uns eine Predigt halten erstmal. Nom 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 nom, ja. Vampirwaffen. Waffen klingt gut. Vampirwaffen klingt nach etwas, was wir brauchen, auf jeden Fall. Und wir haben eine neue Doktrin, die wir präsentieren können. Versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Unterweise sie in der Ligurin rund um ihr tägliches Brot. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Predige vom Wert irdischer Güter. Wir wollen, glaube ich, sie wollen für dich arbeiten und dich lieben. Weil wir einfach Leute haben, die dauernd weggehen. Alle Kulturmitgliedschaft erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schnelle Hingabe. Alle Kulturmitglieder erhalten die Eigenschaft fleißig und das Arbeitstempo erhöht sich um 15%. Fleißig oder gläubig? Ist halt beides praktisch. Aber gläubig finde ich eigentlich ganz gut. Und damit haben wir massive Probleme gerade. Geil. Da sehen wir jetzt unsere Doktrinen, die wir haben für unser Buch. Und da haben wir noch eine Abklingzeit. Perfekt.
Das sieht doch eigentlich ganz gut aus gerade. So. Dann wollen wir noch ein Bett bauen. Wobei ist die Frage, wenn ich hier mal ganz kurz gucke. Guck mal, du hast noch ein Kettchen von mir bekommen. Ich bekomme hier halt schon bessere Unterkünfte potenziell. Das ist gar nicht mehr so weit dorthin. Dann warte ich vielleicht sogar darauf. So, Leute. Let's go! Hallo Denjin. Wer möchte noch bei mir wohnen? Das ist jetzt eure Möglichkeit, mit einzuziehen. Das ist so warm heute. Dankeschön, Melby, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Angelus, für die 19 Monate. Und hallo, Chris. Das Spiel ist schon süß. Ich find's mega geil. Das hat mich richtig abgeholt. Es macht echt richtig, richtig Laune. So, Erziehung beenden. Du musst bei der Erziehung mitzumachen, müsst ihr auf dem Browser, also über den Browser online sein. Das ist eine Browser-Funktion. Browser-Add-on-Twitch-Funktion. Das braucht gerade sehr lange. Tut mir leid, Xan. Ah, Coffeecaster. Let's go. Gott, mein Nacken ist schweißig. Mein Nacken ist so, so schweißig gerade. Richtig widerlich. Sofort 10 Glauben. Er ist ein Eiferer, aber er ist kränklich. Willkommen. Du darfst Holz hacken. Und ich werde dich direkt für den Anfang einmal predigen. Einmal dingsen, nicht predigen. So. Was wir jetzt auf jeden Fall auch an... Wir sollten halt Dekorationen bauen. Das hatten wir ja quasi versprochen, dass wir das machen. Wir haben halt noch nicht so viel Deko zur Auswahl. Es waren ein bisschen... Moment mal, das brauchen wir gar nicht. Das kann ich eigentlich abbrechen. Und das kann ich... Geil, Loyalitätsbelohnung kann ich hier abholen. Und das kann ich auch abbrechen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur 3 Dekos da oben. Ich
Hier geht's mit der Sauberkeit wieder nach oben. Was eine gute und wichtige Sache ist. So. Dünger, 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 Dünger. Und dann kann ich mit dir... Ich krieg den aber nicht mehr so richtig in den Griff gerade. Leider. Das ist so ein bisschen, der ist da so völlig am Ausrasten. Dabei müsste er eigentlich zufrieden sein. Ich schätze, jetzt ist es ein bisschen besser. Nice. Dann hat das auf jeden Fall schon mal funktioniert. Dann bekommst du hier auch nochmal Loyalität des Todes. Hier habe ich auch noch kein Ding gegeben. Das ist alles sehr gemütlich gerade. Hast du nicht noch ein Geschenk für den? Ich kann dem keins geben, während der nicht überzeugt ist von mir. Die Option habe ich nicht. Ich könnte ihn foltern, aber so weit sind wir auch noch nicht. Ich habe noch keine Folterinstrumente. Deswegen segne ich die gerade alle einzeln. Aber eine tägliche Predigt können wir auf jeden Fall machen. Das ist nicht falsch. Folter klingt gut. Ja, jetzt haben wir das aber auch viel besser im Griff gerade als vorhin, als Kali noch da war. Auch einen neuen Kali. So, und dann könnten wir aber die Farm in Auftrag geben. Ah, kann man bereits gebaute Sachen, kann man die umplatzieren oder kann ich die nur abreißen? Gibt es da eine Option, Gebäude bearbeiten? Bewegen? Manchmal würde es auch einfach helfen, wenn ich erst gucken und dann fragen würde. Geil. Jetzt bekommen wir hier ein automatisches Feld. Dann können die automatisch das mit den Samen machen. Das ist sehr, sehr viel wert, wenn das automatisch geht. Weil nahrungstechnisch haben wir immer noch ein etwas größeres Problem. Dumm, 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 dumm und weiter und weiter. Sehr schön. Und jetzt kann ich hier... Ach so, mehr kann ich gerade nicht einzahlen. Aber das ist ja schon mal was. Und da haben wir wieder ein Level up. Das funktioniert alles richtig schnell und gut gerade. Holzstapler, Steinmine, Missionar. Keine Ahnung, was die alle können. Das ist sicher alles ziemlich cool. Hält Vögel davon ab, Saatgut von Ackerparzellen in Reichweite zu stehlen. Das ist auch nice. Opferstatue, Unterkunft, Gefängnis. Genau das haben wir die ganze Zeit gesucht. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, einen Problemlöser quasi.
den ich mir noch nicht leisten kann, aber auf jeden Fall gleich. Haben wir gerade noch Holz irgendwo? Hallo Schrotinski. Und Dankeschön, Malbe, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wie wir hier eigentlich angesprochen werden? Göttliche Hohepriesterin, Retterin der Seelen. Weiß das jemand? Brutmutter. Wie lang will dieser Baum eigentlich brauchen? Holy shit. Wie lang? Ach, und ich krieg auch Bonus, wenn ich denen helfe. Das ist ja krass. Aber ich habe immer noch nicht genug. Ja, die Hungersituation sieht nicht so gut aus gerade. So. Die haben halt alle Hunger. So, ihr könnt jetzt auf jeden Fall mal hier weitermachen. Ich muss auf jeden Fall neues Essen besorgen gehen. Sonst wird das nichts. So. Let's go. Die machen schon automatisch. Habe ich gerade schon gesehen. Die sind schon automatisch am Machen. Oh, wir brauchen ganz dringend Nahrung schon wieder. Alter, was zum Fick ist das für ein Viech? Das sieht nicht aus wie die Viecher, die wir bis jetzt getötet haben. Das sieht anders widerlich aus. Okay. Okay. Das hat funktioniert. Oh. Es ist also wahr, die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Aber wie ist das möglich? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um... Es spielt keine Rolle. Damit wirst du mir Shamura nicht behelligen. Erledige du das, Bruder. Wie du befiehlst, meine Schwester. Au! Alter, das ist mega gemein. Ich war quasi noch nicht mal richtig gespawnt wieder. Und hab schon Schaden bekommen. Ich habe keine Zeit. Ich brauche Essen, Leute. Wir brauchen Essen. Mäh. Ah.
Okay. Schon wieder ein Leben verloren, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Da, da kriegen wir Karten. Also wenn ich kann, nehme ich echt immer Leben. Ich kann, ich brauche die Leben so dringend. Ha 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 ha. Lustig. Alter, das ist richtig viel Dünger, den wir gerade bekommen haben. Das ist sehr, sehr cool. Also der Dünger macht mich gerade sehr, sehr happy, tatsächlich. So. Da kriegen wir einen neuen Anhänger. Da hinten kriegen wir Nahrung. Wenn wir uns den Anhänger holen, kriegen wir die Nahrung nicht mehr. Aber einen neuen Anhänger. Sie sind alle tot, oh Herr, wie konnte ich nur... Schon wieder? Siehst du sie in mir, die Finsternis in meiner Seele? Schließ dich mir an. Danke, Meister. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt der vertrauenswürdigste Kultist war, den wir uns da gerade dazu geholt haben. Aber was soll schon schiefgehen? I mean, ne? Was soll schon schief gehen? Ich habe wahren Glauben in seinen roten Augen gesehen. Gerade kurz eine Sekunde geschreckt. Muss man jetzt gleich gucken, was wir uns da noch dazu holen. So. Vampiraxt oder Vampirschwert? Oh. Aber das heißt, wir bekommen jetzt Leben potenziell zurück beim Kämpfen. Das ist sehr, sehr cool. Ich kann es nicht glauben, dass der mich getroffen hat. Ich kann es nicht glauben, dass der mich getroffen hat. Göttliche Explosion. Ja. Mehr muss ich nicht lesen. Göttliche Explosion. Ich bin göttlich. Göttliche Explosionen passen zu mir. Seht ihr? Göttliche Explosionen passen zu mir.
Okay. Das sieht okay aus bis jetzt. Was kriegen wir hier? Gegner hinterlassen mehr Eifer. Jawoll. Und jetzt kriegen wir noch Holzi. Und dann haben wir Bossfight. Hui. Jawoll, das war nämlich auch noch ein Häppchen, was wir hier gerade noch bekommen haben. Beautiful. So, Bossfight. Na, ich bin gespannt. So, ich bin auch gleich wieder im Chat bei euch. Es tut mir leid, nur während dem Kämpfen. Ich muss mich einfach konzentrieren, weil ich das einfach sonst überhaupt nicht hinbekomme. Oh, tückische Axt. Ja, ich finde das Gift eigentlich cooler. Ich finde das Gift eigentlich cooler. Nö, und ich mag eigentlich auch das, was ich so als Passive mit habe. Das läuft alles ganz gut. Oh. Ich krieg gar nicht mit, was meine Leute gerade da nebenbei Bescheid sagen. Nice, wir haben den vergiftet. Oh. Ich habe das Gefühl, ich habe dazwischen wieder nicht geatmet, ne? So. Schädelhalskette, Bärenstrauch, Stein. Ich will die Schädelhalskette. Das klingt extrem cool. Dein Anhänger lebt unnatürlich lange. Doppelt so lange wie möglich. Sterben Anhänger an Altersschwäche? Oh, wilde Geschichte. Ja, tun sie. Ach, krass. Das war mir gar nicht bewusst. Oh, leider, wir haben es geschafft. Ketzer besiegt. Und echt viele Ressourcen mitgebracht. Ey, holy shit. Ja, ich habe ja gerade gefragt. Alles gut. Wenn ich frage, ist alles okay.
Begeh nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen. Sie sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil benutzt. Ihr Glaube ist eine Ressource. Gib diese aus, als handele es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit mit einer gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft daraus und nimm dir die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Mach sie dir gefügig. Ich gewähre dir die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Du kannst jetzt mit deinen Anhängern interagieren, um ihre Gedanken zu lesen, um zu sehen, wie hungrig, müde oder krank sie sind. Ich könnte sie auch einfach fragen. Hey, bist du hungrig? Aber ich habe das Gefühl, fragen, ob sie hungrig sind, wäre auch einfach out. Hä? Alter, der geht gerade. Deine Anhänger hungern. Ja, ja, ich merk's. Was möchtest du? Verzeih, mein Anführer, einige Kreaturen sind gekommen und suchen Zuflucht in unserem Kult. Aber sie sind krank. Sollen wir sie beitreten lassen? Ja, nehmen wir an. Ich muss nur hier erstmal alles reinpacken, was irgendwie geht. Dann muss ich Code aufsammeln. Dann muss ich das hier aufsammeln. Erstmal wirst du gesegnet. Und dann Bettruhe. Erstmal wirst du gesegnet. Und dann bekommst du Bettruhe. Und du auch erstmal segnen. Und dann Bettruhe. Ich will mich in meinem Bett ausruhen und erholen, aber es ist kaputt. Ich muss stattdessen auf dem Boden schlafen. Oh. Oh. Na gut. Warum bist du pisst, kleiner Mann? Warum seid ihr alle pisst? Liebt mich doch. Es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Es passieren so viele Dinge gerade gleichzeitig. Das ist ganz, ganz wild. Ich komme überhaupt nicht her, ey. Dankeschön, Lin Pocket Dragon für die 6 Monate und Gemoris für die 8 Monate. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön. So. Ich danke euch. So. Und dann können wir hier auch upgraden. Versorgungslinguistin. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Also ich bin ja selber eher ein Fan von einem Festritual. Fasten ist halt praktischer, aber ich bin lieber, also ich möchte lieber viel essen. Ich bin kein Ritus, der fastet. Das fühlt sich nicht natürlich an. Wir wollen Raclette essen und es zu einem Feiertag äußern. Also.
Oh. Und das können nur die zwei mitessen, die nicht krank sind. Die Kranken sind nicht dabei. Das ist ja schade. Tja, wärt ihr nicht krank, hättet ihr auch was bekommen. So, ihr könnt einen neuen Charakter hinzufügen. Hey Leute, heute wurden wir mal nicht gefoltert. Es gab geiles Raclette. Schade, ihr habt gefehlt. Ey, das Game macht so Laune. Blacky Nuja, let's go! Oh, es ist so warm in diesem Zimmer, ey. Es hat gefühlt 100 Grad. Der ist auch süß geworden. Zynisch. Ui. Ein kleiner Zyniker. Ach, wir haben direkt noch einen. Ich könnte mir einen neuen Kalle machen, ne? Eigentlich. Komme ich denn da raus? Jetzt. Ah, da sind die ganzen neuen Erscheinungsbilder, die wir jetzt freigeschalten haben. Aber Kali kann nichts anderes sein als eine Katze. Geborener Skeptiker. Erhält 10 Glauben bei Erkrankung. Hallo Ralf. Kali, du darfst mich anbeten. Wartet mal ganz kurz, ich muss hier nur einmal Unterkünften bauen. Wir brauchen ordentliche Unterkünften, das geht so nicht. So. Genau, dann haben wir hier noch einen. So, das dürft ihr wieder machen. Wir haben so viele neue Dudes gefunden, ey. Wird defekte, fehlen 6 Betten. Ja, ich habe nur 3 Betten gebaut bis jetzt. Ich wusste nicht, dass das so wichtig ist. Außerdem ist es ja auch irgendwie Ressourcenverschwendung, wenn wir jetzt gleich richtige Unterkünften bauen können. Wo zu schlafen, wenn man glauben kann? Meine Rede. Schlafen ist was für Ungläubige. Ich bin so gespannt, was noch für kleine Charaktere hier erschaffen werden. Bequem schlafen ist einfach gottlos.
Durch unsere Schmerzen kommen wir dem Lamm näher. Oh. Die sind echt süß. Süßi. Was ist das für eine Todesangst? Verliere 5 Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ach du Scheiße. Das ist ja nicht so optimal. Ach, das sind die ganzen kranken Dudes, ne? Die wir alle in Bettruhe schicken müssen. Los, Leute, ihr dürft noch einen machen. Ja, ich glaube, das ist diese Quest, die ich angenommen habe, dass wir die ganzen kranken Dudes aufnehmen. Und die sind jetzt alle krank und müssen alle in Bettruhe. Sorry, und bin gleich krank. Oha, ach, kein Ding. Wir kriegen dich wieder hin. Wir kriegen dich auf jeden Fall wieder hin. So, Mara, Heartbeat, let's go. Das Spiel macht sehr viel Spaß, Babynator. Und das Spiel hat Twitch-Integration. Das heißt, jetzt gerade können Leute aus dem Twitch-Chat Charaktere basteln, die dann bei uns mit dabei sind. Geil. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Es wird 15% leichter, deine Stufe zu erhöhen. Boah, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist unmerklich. Ich bin dankbar, großer Anführer. Und du bist in erster Linie immer noch krank. Okay. Wir müssen gleich auch Betten bauen. Wir müssen gleich richtig, richtig viel von allem bauen. Aber ich muss jetzt erstmal. Es ist auch alles dreckig. Ich muss hier noch mehr Dreck aufheben und hier ist noch mehr Dreck und hier ist noch ein bisschen mehr Dreck. Haben wir noch irgendwo? Da unten war noch Dreck. Sie kacken halt in alle Ecken. Wir bräuchten halt dringend Toiletten und die sind auch alle krank. Das ist echt eine schwierige Geschichte. Nochmal düngen und nochmal düngen und da noch düngen und da noch düngen. Das ist alles gedüngt. Und da noch düngen und da noch düngen. Okay, dann können wir jetzt Betten bauen, die relativ teuer sind. Also als erstes möchte ich ein Gefängnis haben. Und das Gefängnisplatz platzieren wir hier oben, wo es jeder sieht, der vorbeigeht. Und dann wollen wir Betten bauen. Okay, wir müssen sowieso überall erstmal die Schlafsäcke bauen. Das geht gar nicht anders. Können wir noch mehr? Nee, wir haben nicht mehr genug Geld, um noch mehr zu machen. Aber wir können noch mehr Felder anlegen. Das ist doch mal was Schönes.
Aber es sind leider immer noch echt viele von denen krank. Das ist nicht so schön. Deswegen braucht hier echt alles dreimal so lang gerade. Wie eigentlich geplant. Aber wir kamen gerade richtig gut voran. Und ich habe auch noch eine Doktrin, sehe ich gerade. Die wir auch gleich noch nutzen werden. Und alles nochmal düngen. Aber das sieht an und für sich alles schon mal echt gut aus gerade. Und dann baue ich hier in der Zwischenzeit. Ich kann ja hier nachts bauen, das tut ja niemand. Oh, das braucht viel zu lang, wenn ich das selber mache. Die kriegen das schon hin. Das kann ich aber noch fertig bauen. Ach, das braucht auch viel zu lange. Okay. Wie geht's dir? Ja, das kriegen wir schon alles hin. Okay, es wird bald wieder Tag. Ich müsste eigentlich... Das ist eine Abklingzeit. Da sehen wir unsere ganzen Doktrinen, die wir jetzt haben. Und ich müsste eigentlich noch eins machen können, oder? Ah, ich habe eine Abklingzeit. Ich kann eh nur einen pro Tag machen. Perfekt, dann laufen wir nochmal los und besorgen neue Ressourcen. Während die hier eh alle noch am Schlafen sind. Und bemühen uns dabei, nicht zu lange weg zu sein. Ich meine, hier gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel jetzt, oder? Ach doch, der ist immer noch da. Endlich, lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm, wer der Zeuge wahrer Macht. Oh, das wird ein langer Run. Das wird vor allem ein ziemlich finaler Run. Nice, ich sehe gerade, dass die ganzen Dudes hinten nicht mehr krank sind. Wir kriegen gerade die ganzen Meldungen, dass die alle gesund werden. Das heißt, bis ich zurückgekommen bin, haben die wahrscheinlich richtig viel Sachen gebaut und richtig viel weitergemacht. Das heißt auch, dass ich mich hier beeilen muss, weil ich mich mega drauf freue, mir das dann anzuschauen. Okay. Wir brauchen aber auch alles an Ressourcen, was wir irgendwie mitbekommen. Vor allem die ganzen Knochen brauchen wir, weil wir damit die Rituale machen können. So. Bei dem Treffer, ja. Ja. Wir wollen das Herz, das Schaden anrichtet, wenn ich Treffer bekomme. Das ist strong. Das gefällt mir. Au. Oh Gott, jetzt ist der schon wieder hier. Deine Beharrlichkeit fängt an, mich zu nerven, kleines Lamm. Du hältst dich vielleicht für schlau. Du hältst dich vielleicht für rechtschaffen. In deinem Dienst an ihm. Aber du sollst gegenüber dem Angeketteten nicht so vertrauensselig sein. Nun ja, zum Reden ist es zu spät. So jemand wie du verdient keine Vergebung. Das wird nicht gut für dich enden. Au. Oh. Alter. Der Run ist halt basically schon wieder RIP. Weil ich einfach so viele Leben verloren habe. Scheiße, Mann. Das war echt hart. Oh, das war richtig hart. Dankeschön, Commander Kaiser, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Und Ron Roster für die 15 Monate. Dankeschön.